Versteckte Features oder Easter Eggs gibt's nicht nur bei Apps oder Videospielen, sondern auch bei BMW. Wo? Das zeigen wir euch jetzt in unseren Hidden Features. Hey BMW. Dieses Kommando aktiviert euren BMW Intelligent Personal Assistant. So könnt ihr eurem Auto allerhand Fragen stellen. Zum Beispiel: Wie ist das Wetter in München? Wie ist der Reifendruck? Glaubst du an die wahre Liebe? Ja, auch das kann man seinen BMW fragen. Seit diesem Jahr gibt es nicht nur ein neues Design, sondern auch viele neue praktische Features. Zum Beispiel, wenn ihr mal frische Luft braucht. Hey BMW, öffne das Fahrerfenster zur Hälfte. Oder sportlicher fahren wollt. Hey BMW, schalt in den Sportmodus. Ich habe den Sportmodus aktiviert. Der BMW Intelligent Personal Assistant spricht natürlich auch mit dem Beifahrer. Das erkennt ihr auch an der Richtung, in die sich die Visualisierung neigt. Hier zum Fahrer und hier zum Beifahrer. Falls ihr aber nicht immer Hey BMW sagen wollt, könnt ihr das Aktivierungswort ändern. Hey BMW, ändere das Aktivierungswort. Das ist zwar nicht neu, aber trotzdem erwähnenswert. Hey Miss Moneypenny. Hallo. Die neuen Features des BMW Intelligent Personal Assistant gibt es ganz einfach über ein Remote Software Upgrade. Kennt ihr das? Ihr wollt aus einer Ausfahrt herausfahren und könnt einfach nicht sehen, ob ein Fahrzeug kommt. Genau dabei kann euch der Parking Assistant Plus helfen. Und zwar mit Panorama View, also dieser Kamera. Einfach diese Taste drücken und schon könnt ihr bei unübersichtlichen Ausfahrten oder Kreuzungen den Querverkehr früher einsehen. Aber ihr müsst die Taste nicht immer drücken. Habt ihr gewusst, dass das auch von selbst geht? Ihr könnt die Orte, an denen Panorama View automatisch aktiviert werden soll, ganz einfach speichern. Fahrt einfach zur Stelle, an der sich das System einschalten soll und drückt die Panorama View-Taste. Controller nach rechts kippen und Aktivierungspunkt auswählen. Euer BMW speichert den Aktivierungspunkt nach Möglichkeit mit Ort und Straße. Aber Achtung, das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn ihr auch GPS-Empfang bei der Autofahrt habt. Siri, Google Assistant und natürlich der BMW Intelligent Personal Assistant. In eurem BMW könnt ihr sie alle haben. Zugegeben, das ist kein verstecktes Feature, aber noch nicht überall bekannt. Verbindet einfach euer Handy über Bluetooth und WLAN mit eurem BMW und schon könnt ihr Apple- oder Android-Apps auf einem größeren Screen genießen. Mal eben eine Message diktieren oder eure Playlist auf Spotify hören. Kein Problem. Ein Tipp: Wenn ihr kurz auf die Spracheingabetaste drückt, sprecht ihr mit eurem BMW Intelligent Personal Assistant. Wenn ihr die Taste lange gedrückt haltet, dann könnt ihr mit Siri oder dem Google Assistant sprechen. Das waren unsere Hidden Features. Der neue BMW Intelligent Personal Assistant, die automatische Aktivierung von Panorama View oder Third-Party-Dienste. Und ein wichtiger Tipp zum Schluss: Legt ein persönliches Profil in eurem BMW an, damit ihr alle BMW-Features ob versteckt oder nicht nutzen könnt. Probiert die Hidden Features einfach mal aus. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Likes. Bis zum nächsten Mal.